Ja. Aufgeräumter Schreibtisch ist die halbe Miete. Ja. So. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und ich mache jetzt ein ganz spontanes Video, beziehungsweise dieses Video ist eigentlich schon geplant worden, aber ja, ich mache das einfach mal so auf die Schnelle, ohne mich geschminkt zu haben vorher. Heute möchte ich gerne den Gewinner bekannt geben von meiner letzten Verlosung. Das war die 200 Abonnenten-Verlosung. Und da gab es 4 Flaschen von Nature Box zu gewinnen. Oder es gibt die zu gewinnen. Und ich möchte heute den Gewinner auslosen. Und zwar machen wir das einfach so. Ich habe mir alle Namen aufgeschrieben, auf so kleine Zettelchen. Genau. Und genau, ich nehme immer meinen Shaker dazu. Und werde dann einfach die Zettelchen zusammenfalten und in den Shaker reintun. Ja, und den Gewinner dann einfach auslosen. So. Ich mache mal jetzt eben einen Schnelldurchlauf. So. Der letzte ist hier in den Lostopf gelandet, in meinen Shaker. Und alle Zettelchen werden jetzt kräftig durchgemischt. Und ja, ich werde jetzt gleich den Gewinner herausziehen. Und der Gewinner oder die Gewinnerin meldet sich am besten bei mir auf Instagram. Auf YouTube kann man ja keine Nachrichten mehr schreiben, denke ich. Ich glaube, die haben das abgeschafft. Und von daher einfach auf Instagram eine Nachricht schreiben. Ja, Instagram-Profil, beziehungsweise der Link zu meinem Instagram-Profil befindet sich unten in der Infobox. So. Dann wollen wir mal loslegen. Und zwar, genau. Greife ich jetzt einfach mal hier rein, mische noch einmal und ich merke gerade, dass der Shaker noch von innen noch gar nicht trocken ist. Ich habe den nämlich gerade gespült. Ja, so. Also, ich ziehe jetzt einfach mal einen Namen raus. Und die Gewinnerin ist Krebsi 66. Herzlichen Glückwunsch, liebe Gabi. ja, melde dich einfach bei mir Instagram und dann schicke ich dir 4 Flaschen von dem Nature Box zu. Und ja, an alle anderen vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Bis dann. Tschüss.